Moin Leute und willkommen zum nächsten Part von Watch Dogs 1. Und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien quer schießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Und ich freue mich über die ganz. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Okay. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldbach. Und ich freue mich, dass mein Kanal die letzten paar Wochen richtig gut abgegangen ist. Und jetzt kommt wieder ein Anruf. Siehst du den Koffer? Tu ich, er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich. Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Immer schön beschatten. Ja, und wie ich euch das alles sagen wollte, ich freue mich über diese tolle Entwicklung, die mein Kanal derzeit erlebt. Über die tollen, vielen Aufrufe, die gerade generiert werden. Und dass ihr immer fleißig schön meine Videos guckt. Dabei freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich, wenn es mehr tun würden, also mehr Zuschauer sind. Also Leute, fleißig teilen und liken die Videos. Sonst geht es jetzt erstmal weiter mit dem Gameplay. Also, wir beschatten jetzt im Moment einen Gangster-Clan, kann man so sagen, der einen Koffer hat, den wir jetzt wollen. Und von dem wir einen Namen brauchen, also von der Gästeliste, um uns auf eine nicht für die Öffentlichkeit gedachtes Event zu gehen. Okay, jetzt geht's der los. Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier ein Motorrad, ich folge ihm. Vielleicht sehe ich, wo wir hinwollen. Eine Sekunde. Oh, das. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Scheiße! Nein. Bob, da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Nein, bitte geh weg. Ich bin jetzt erstmal ruhig. Jo, so viel zu ruhig. Let's go. Außerdem wollte ich nochmal mitteilen, ich habe schon den Vergleich gemacht zwischen weniger gewaltsamen Spiel und Total und diesem Spiel, wo ich jetzt schon als Hooligan bezeichnet werde. Und der Unterschied ist gar nicht so gravierend, denn man wird sowieso am Ende als Verbrecher anerkannt und von der Polizei gesucht. Also macht keinen Unterschied, wie ihr das spielt, ob ihr jetzt weniger Leute killt in der Mission oder Fahrten oder total den Gangster-Boss hier raushängen lässt. Und natürlich wird das wieder eine schöne, schöne, angenehme Mission. Da ich sie ja schon durchgespielt habe, freue ich mich, dass ich wieder nach etwas längerer Zeit das Spiel hier anschmeiße und einfach mal den Typen verfolgen darf. Natürlich bin ich jetzt gerade falsch gefahren. Aber egal. Oh shit. Jetzt geht's los.
Waffe gezogen und wir wollen uns bewegen. Da ist einer von denen, den wir ausschalten müssen. Und das Boot ist auf der anderen Seite. Gehört. Hoffen wir nochmal jetzt. Sonst bin ich. Oh nein, jetzt geht's los. Die Beschattung beginnt. Indem ich auf die andere Seite gehe und ins Wasser gehe. Dabei wollte ich doch gar nicht heute erst duschen. Mal schauen, was haben wir da, ne? Gar nichts. Bin jetzt wieder Ninja-Style. Da vorne sind die zwei Verbrecher, die wir ausschalten müssen. Und bei. Alles geht reibungslos hier ab. Und das ist jetzt das, was wir brauchen. Also los geht's. Immer schön genug Fotos von jeder Seite, damit alles passt. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer, worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den Sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Pang spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Christian. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reicht dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Klar. Wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht aufrufen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Aber wenn das zu viel ist, kannst du ausschalten. Ich verstehe das. Nein. Alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn dann. So, Akt 2, Brutkrumen. Mission beendet. Tja, dann heißt es wohl. Nächste Mission, Autoabholung. Yeah, da freue ich mich ja schon mal nie lange neues Hi, Auto. Hey. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sie fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Tu ich. Okay, wir wollen jetzt nichts ausruhen oder sowas. So, das war's, Leute, für diese Mission. Und ich freue mich, euch in der nächsten Mission schon zu begrüßen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.